Hallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking in Rocket League. Wir sind wieder ganz normal alleine unterwegs im 3 gegen 3. Ich wundere, dass sogar Solo 3 gegen 3 gerade. Hab ich nicht drauf geachtet. Ja, mal sehen, was wir hier für Teammates haben. Ach, verdammt. Den hat er gut gerettet. Sorry sagen. Vorlage! Zick! Hab ich den Gegner ein bisschen reingestupst in den Ball, damit er die Vorlage machen kann. Da, habe ich ihn runtergeschoben, dass die Vorlage in die Mitte kommt. Bisschen schneller. War ein bisschen frech, aber hat funktioniert. Achso, und ich habe hier so einen schönen Heiligenschein bekommen, der meine Vorlagen zählt inzwischen. Wow. Ist wieder keiner hinten, muss ich wieder übernehmen die Rolle des Goalies so ein bisschen. Hätte ich wahrscheinlich rangehen müssen. Oh, na gut, dann verlangt er den halt selber. Und ich werde zerstört. Ist interessant. Dann hätte ich halt eine Vorlage bekommen wieder, aber so hat er den Satz selber verlängert. Der Mickel! Wird willkommen der Mickel von Pizmin sein, mit dem ich hier gerade spiele. Gibt bestimmt genug Leute, die sich Mickel nennen in irgendeiner Form. Oder Mickel ja eigentlich mit K. Ich bin defensiv, ich bin defensiv. Och Gott. Ich dachte, er nimmt den dort und er verfehlt ihn halt. Fuck, Mann. Ich dachte, er nimmt den dort und er fährt hoch und verfehlt ihn. Deswegen war ich noch nicht oben. Ah, schlecht gespielt von mir und schlecht von meinem Mitspieler. Von daher bin ich jetzt doch ein Gegner. Mein Tor! Bisschen abgesnackt, aber naja, ich will auch mal ein paar Punkte haben hier. Okay, take the shot. Zack. Ich gehe wieder zurück, weil sonst kann er. Oh, doch, hier ist sogar jemand hinten. Oh, da hat's geleckt. Was ist da denn passiert? Da hat's richtig. Ja, danke. Peter geleckt. Oh je, oh je. Gerade wo ich den Ball treffen wollte. Wieder keiner hinten geblieben. Der Mika hat wohl keinen Bock auf hinten bleiben. Clearball. Und hat nicht funktioniert. Hui, Mörser! Okay, den hat er besser genommen und vor allem schneller. Bei mir wäre es ein Quetschball mit dem Gegner geworden. Oh. Uiui, zu weit gedreht. Och, nö! Och, Jungs, ihr fahrt alle gleichzeitig daran. Oh, alle haben sie gegen den gleichen Versuch durchzudrücken. Ich erst dort, dann er und der andere ist durchgefahren. Wow! Der andere ist einfach mit rangefahren. Tja, war wohl nicht so eine geile Verteidigung. Ich muss dahinter liegen bleiben, einfach besser.
Ah, verdammt. Waren alle zu weit weg, um den sinnvoll zu nehmen. Der muss mir kurz hinterher spielen. Ach, verdammte Kacke, Mann. Er macht ihn halt so lahm. Und dann ist wieder keiner hinten im Tor. Das ist euer Ernst. Mit Random spielen ist einfach nur Goalie spielen. Das ist echt ein bisschen Kacke. Ne, fahr ich nicht ran. Sind drei Gegner drumherum. Den werde ich nicht versuchen zu nehmen. Oh, verdammt! Die sind ja so an seiner Spitze hängen geblieben dort. Die machen das schon. Angreifen können sie. Von daher kann ich auch den Goalie übernehmen. Ärgere mich zerbissen, dass ich immer die gleiche Rolle habe. Aber was soll man tun? Ja, hat er gut gemacht. Aber ich glaube, er ist ein bisschen aus Versehen reingefallen. In den Schuss, muss man mal so sagen. Ah, verdammt. Habe ich erst nicht gesehen, dass da einer kam. Ah, da ist der Boost weg. Ne, bin ich dagegen. Da war ich zum Glück im richtigen Moment da. Na, sind wir alle vorne? Och, Jungs! Och, Jungs. Oh, Mann. Nochmal hier ein Befreiungsschlag. Sehr gut. Hat nicht getroffen. Kann ich auch mal GG schreiben. Hier. Bis unser Sternchen. Ach verdammt, sie machen ihn ganz links lang. Ich habe einen Null-Boost. Null-Boost. Ich komme ins Tor. Oder fällt auch jemand ins Tor? Er bleibt jetzt im Tor. Halber Boost reicht hoffentlich fürs Meister. What the? Zick! Schön, habe ich ihn schön damit liegen lassen und dann eine abgenommen. Sehr schön. Da. War einer da, um den zu verwandeln? Das I got it kam fast ein bisschen spät für meinen Geschmack. Och, da leckt's wieder! Es ist doch kacke! Da steht's kurz bei mir, mein Bild. Ich bin wieder Goalie, ne? So wie das aussieht. Ne! Den Nachschuss kriegst du nicht so einfach durch. Oh. Uiuiui. Ne, ich muss da nicht hinfahren. Das sind zwei von mir. Zwei von meinen Jungs. Die machen das oder ich mach dann, was hier durchkommt. Das war knapp. Hätte den ein bisschen weiter nach links gezimmert, hätte ich den nicht so einfach gekriegt. Don't block me now. Ah. Komm schon, deiner. Ja, boah, da ist noch einer. Wo war der denn? Der war gerade Boost schon, oder? Der hat den Boost nicht rechtzeitig getroffen. Der hat den großen Booster versucht zu hitten und hat den nicht rechtzeitig erwischt. Und dann kam ein Tor zustande. Sehr schön. Muss ich mal kurz reinkicken, mein Teammate. Zack. Dann nochmal von der Mitte weg. Was macht der denn da, der Emanuel? Okay. Clearball habe ich da bekommen. Und wieder zurück Richtung Tor. Oh,
Der ist fies. Oh shit. Sorry. Den habe ich böse festgehalten dort. Den habe ich versucht zur Seite zu klären. Und dann habe ich ihn beim Runterfallen nochmal erwischt. Ach fuck. Dann lag er einfach auf dem Fronttor. Hui! Ah, zu sehr. Zu sehr gequetscht. What are you doing? Uiuiui. Den habe ich noch ein bisschen berührt. Ich glaube, es hat gereicht, um ihn... Ach komm. Fahr ihn doch nicht von der Seite an. Ich habe fast keinen Boost. Ich brauche den Boost. Tut mir leid. So. Du brauchst den nicht anfahren. Mensch. Respekt deinem Teammate gegenüber. Ah, okay. Zick. Habe ich noch berührt, dass er reinfällt. Zack. Durch ihn durchgedrückt. Wäre sogar fast direkt reingegangen, aber leider nicht ganz. Aber was soll's. Hat funktioniert. Ich gewöhne mir jetzt immer an, wenn ich Randoms habe, fahre ich an. 1 nur weil Randoms. Weiß man immer nicht. Manchmal bleiben die nämlich stehen. Hat man ja schon ein paar Mal in den letzten Folgen. Dass sie einfach nicht weiterfahren wollten. Nein, 100er Boost. Oh, whoops. Das ist nicht gut. Da stand es zum Glück richtig. Und gequetscht. Auf den Boden, weg von uns. Sehr schön. Da kann man leben und arbeiten. Oh nein! Oh nein! Oh nein, schlecht. Hä? Bist du denn hinter mir? Nein. Ja, da rechts von mir, okay. Hat den Boost sich geholt. Oh, sehr schön. Du gehst natürlich auch, den Ball wieder zu kicken. Ich habe gerade überlegt, wie ich den halbwegs stark kicke. Dass der nicht wieder direkt vom Gegner liegen bleibt. Ach, fucking. Ach, nein. Ja. Denn da oben zu versuchen, war ein Fehler. Den hätten wir unten versuchen müssen. Da unseren Not Cloud da hinterher zu springen, war Quatsch. Dann haben wir keine mehr im Tor. Schade. So, anfahren, damit wir jetzt nicht in 4 Sekunden ein Tor kriegen. Und dann wieder zurück ins Tor fahren. Und dann geht's auf den Boden. Sehr schön. Wieder gewonnen. Das läuft ja jetzt gerade zumindest. Und noch eine Crate. Die können wir hinterher noch aufmachen. Ich glaube, in der 2er Crate waren noch Sachen drin, die ich gerne haben wollen würde. Das war sogar eine Partyrunde hier. Da will mich gerade mein Neffe in meinem Broadcast zuschauen, aber da bin ich dagegen. Ach, jetzt zeigt es die ganze Zeit an. Das ist doch kacke. Nein, ich will das nicht. Go for it. Okay. Oh, okay, der war schnell. Das nervt nicht. War gut gespielt. Ach, komm, nein. Broadcast disabled. So, fertig. Also, gut verlängert. Und der am Tor hat halt gar nichts gemacht. Schade. Wow. Ernsthaft, der am Tor fährt raus.
Der hinten im Tor steht, geht einen Boost holen. Wow. Naja, wenigstens haben wir es jetzt wieder ausgeglichen, oder? Ja. Zack. Hat er gut gespielt. Die Gegner haben ein bisschen Ball verfehlt. Wir spielen wieder Goalie und die beiden greifen an, hoffentlich. Bin ich jetzt hier gelandet? Irgendwie verfehlen ganz schön viele ihre Bälle. Jetzt hör auf zu lecken, Spiel! Immer wieder bleibst du stehen! Bei meiner ersten Ballberührung. Tu das nicht! Tut nicht na gut! Ach, verdammt! Ja, hat er wieder gut gespielt. Der kann ganz schön gut dribbeln. Da habe ich nur mal so eine Vorwärtsseite gemacht. Hätte ich einen seitlichen gemacht, wäre ich den erwischt. Ah, habe ich keinen Boost. Natürlich hilfreich. Bammt. Nicht so geil, nicht so geil. Bisschen defensiv stehen. Nicht zu defensiv natürlich. Ach verdammt! Da hätte ich mal hochboosten müssen. Uiuiuiuiuiuiui. Saves hier, Double Saves. Quetsch. Marin! Sick! Sehr schön. Ja, da haben wir sie jetzt auch mal ein bisschen ausgespielt und die beiden haben sich irgendwie beginnend behindert. Sehr schön. Lol, wieso ist er so viel schneller? Ich raff's nicht. Müssen nicht das Boosten die schnellste Beschleunigung sein? Von 0 auf Max. Maximalgeschwindigkeit. Nein! Wow! Alter Vater, warum fährst du da hoch? Der ist so schön safe und er macht den. Wow. Brainfart wieder vom Random. Oh. Alle spielen sie in die fucking Ecke, Mann. Ja, schöner Save. Das sind hier ganz schön krasse Bälle gerade, die hier kommen. Jetzt muss er erstmal und... Wow, wow, wow! Und ich krieg einen Kick. Vom eigenen Mann. Dann stehe ich out of position. Oh shit. Uiuiui. Das ist keine gute Idee, wie ich ihn abwehren kann. Bam. Fliegst erstmal eine Runde. Oh, die machen echt böse Schüsse hier aufs Tor. Ah, oh, verdammt. Hat abgewehrt. Der bleibt einfach nur da liegen. Schade. Ja, der nimmt den Boost mit. Er ist nicht im Tor. Den machen wir sich dahin. Warum macht man das? Mit dem blöden seitlichen Ding.
Das ist doch kacke. Ach, Arschkeks. Den hat er gut gesaved. Oh, Boost, 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 Boost. Oh, fuck. Ach, ich ziehe immer schon zurück. Oh, ich bin hier vollkommen falsch in der Position. Aber wir sind eh hinten. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Nein! Beim Runterkommen erwischte ihn noch. Och, Mann. Och, Mann. Ja, die waren eindeutig besser als ich zumindest. Die hatten schon das Dribbeln sehr gut drauf. Und auch das Treffen im Flug. Die gehören eigentlich nicht in Challenger 2 und 3. Zumindest nicht, wenn ich mich als Referenz benutze. Die haben nur ab und zu mal sich gegenseitig behindert. Das war alles. Tja, das war's heute wieder für Daily Ranking mit Rocket League. Und jetzt werde ich mir gleich das Major-Finale von Counter-Strike angucken. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich jetzt wieder zuletzt Counter-Strike gebracht habe. Weil ich, weil gerade eine große Weltmeisterschaft ist. Und da hatte ich Lust, mir das Finale anzuschauen. So, war hier dann noch irgendwas drin, was ich gerne haben möchte? Nein, das habe ich. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Der hier, den wollte ich eigentlich noch gern haben. Weil ich den einfach, den finde ich cool. Den habe ich, glaube ich, schon. Lightning. Die Lobos finde ich noch ganz geil. Die hätte ich vielleicht gerne noch. Na gut, probieren wir mal. Lassen wir kriegen. Ich meine, es wird wird meistens nur irgendwelche kleine, niedrige Grütze, aber was soll's. Wir gucken mal. Und niedrige Grütze. Schade. Weasel. Für den Takumi. Mein Gott, für den Takumi habe ich halt schon das Distortion, da werde ich den hier wohl kaum benutzen. Schade. Dumm gelaufen. Wo ist es denn? Whistle. Hab sogar schon, guck mal. Haben wir schon zwei. Trade-Upen? Wir können die sogar trade-Upen. Accept. Yes. Polygon Rocket Trail. Also wie gesagt, das war's. Ich gehe mir jetzt das Finale anschauen und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.